Comedia Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Tennistalent in Zwickau zu Hause. Segelflug-Qualifikationsmeisterschaften beendet und FSV will auch gegen Köln seine Serie fortsetzen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tag aktuell vom Freitag und ich hoffe, Sie haben den heutigen Tag genutzt, um mal ein klein wenig durchzuatmen. Es waren ja ganz angenehme Temperaturen. Und damit kommen wir zum ersten Filmbericht der heutigen Sendung. Es ist schon einige Jahre her, dass Steffi Graf und Boris Becker als Gewinner von Wimbledon in aller Munde waren. Damals gab es einen regelrechten Hype auf die deutschen Tennisplätze. Noch heute gehen viele Menschen genau dahin, um sich sportlich zu betätigen, auch in Zwickau. Wir sind der erste Tennisclub Zwickau, befinden uns in der Saarstraße, hier auf 6 Außenplätzen, haben einen relativ großen Kinder- und Jugendbereich, arbeiten hier mit 2 hauptamtlichen Trainern, jeweils 2 sehr, sehr gute tschechische Spitzenspieler, die auch eben auf selbem Niveau Training geben. Das ist einmal der Lubosch und einmal der David, die bieten täglich hier Kindertraining an. Unterschiedliche Leistungs- und Altersklassen, geht los bei den Jüngsten 4 bis 5 Jahre alt und geht dann hoch bis in den Herren-Damen-Bereich oder auch Altersklassenmannschaften, Damen 50 beispielsweise. Da bieten wir quasi die ganze Bandbreite an. Wir sehen ja hier im Hintergrund schon einen kleinen Jungen und der hat es richtig zu was gebracht. Genau, das ist der Nassim Star, also der Name passt ganz gut. Der ist jetzt 10 Jahre alt, trainiert seitdem er 5 ist, relativ intensiv jetzt auch mittlerweile. Hat selbst das große Ziel, mal Tennisprofi zu werden. Was ganz wichtig ist, dass es halt von ihm kommt, nicht von außen rum. Also weder ich noch die Mutter noch sonst wer gibt es vor, das Ziel kommt von ihm. Derzeit tut er auch alles dafür, steht morgens auf um 5, um noch vor der Schule zu trainieren, arbeitet quasi auch neben dem Platz viel an seiner Athletik und so weiter und ja, macht ihm derzeit Spaß zuzuschauen. Das ist ja sicher nicht einfach, es ist ja alles mit Kosten verbunden. Wie sieht es bei Ihnen mit Sponsoren aus? Sind Sie noch auf der Suche? Ja, auf jeden Fall. Also Sponsoren zum einen für einen Verein ist es sehr, sehr wichtig, Sponsoren zu finden, sind auch immer auf der Sponsorensuche und jetzt im Speziellen eben auch für Nassim. Im Breitensport ist Tennis sicherlich fast für jeden finanzierbar, da ist man mit ungefähr 25 bis 30 Euro im Monat dabei, dass man einmal die Woche trainieren kann. Im Leistungssport sieht es ein bisschen anders aus, da sind eben täglich 2 bis 3 Stunden notwendig, um auf dem Niveau spielen zu können, wo er jetzt spielt. Also auf nationalem Niveau. Und da ist es einfach so, dass die Familie da sicherlich noch auf der Suche auch ist nach Sponsoren, die im Speziellen nochmal den Nassim halt unterstützen. Wer ihn unterstützen möchte, wer vielleicht aufmerksam geworden ist, wie kann er sich an Sie wenden? Ja, er kann sich jederzeit bei uns melden, am besten über die Homepage erstertc-zwickau.de oder ansonsten einfach auch hier auf der Homepage sind dann die ganzen Kontaktdaten vom Sportwart, vom Jugendwart, vom Präsident, auch von den Trainern einfach anrufen und dann Kontakt zu uns aufnehmen. Und dann haben wir Nassim beim Training zugeschaut und haben nachgefragt, wie er zum Tennis gekommen ist. Ja, ich stand mal hier draußen am Tor und habe gesehen, wie alle Tennis gespielt haben. Und da wollte ich das auch mal ausprobieren und habe dann hier vorne an der Ballbank ein bisschen gespielt. Und da kamen dann die zwei, also Tanne Maria und Onkel Horst von hinten vor und haben gesagt, kannst ja mal hier ein paar Trainingsstunden nehmen, Schnupperstunden. Ja, und dann habe ich richtig angefangen zu trainieren und dann kam der Florian und dann wurde es immer besser. Wie alt bist du jetzt und wann hast du angefangen? Ich habe mit 5 angefangen und bin jetzt 10. Und erzähl mal, du hast ja jetzt ganz großen Erfolg gefeiert. Ja, ich war bei den deutschen Meisterschaften und da bin ich bis ins Halbfinale gekommen. Ja, und das war schon, also ich habe 7 Spiele gewonnen. Ja. Und was ist dein großes Ziel? Boris Becker, Steffi Graf, das sind ja so Vorbilder, ne? Die Legenden. Also meine Vorbilder sind Rafael Nadal und der Florian. Dann wünschen wir Nassim für seinen weiteren sportlichen Werdegang alles Gute und werden schauen, wo die Reise hingeht. Die Segelflug-Qualifikationsmeisterschaften in Zwickau sind beendet.
Am Montag, dem letzten Wertungstag, sprachen wir mit Werner Meuser, dem sportlichen Leiter der Qualifikationsmeisterschaften. Er zog ein positives Fazit. Also als allererstes muss man mal ein ganz großes Kompliment dem ausrichten Zwickauer Verein machen. Er hat also die Veranstaltung hervorragend organisiert und bis heute auch natürlich durchgeführt. Und sportlich gesehen, denke ich, ist es auch ein sehr großer Erfolg. Wir haben bis heute 5 Wertungstage, die sehr anspruchsvoll waren, weil jeder Tag anders war wie der andere. Und somit die Wettbewerbsteilnehmer natürlich gefordert waren, sich jeweils auf die einzelnen Tage sehr individuell einzustellen. Während der letzten Tage strahlte fast durchgehend die Sonne. Bestes Flugwetter, vermutet der Laie. Wieso war dann jeder Tag anders? Denn nun ist schönes Wetter beim Segelfliegen, nicht gleich gutem Segelflugwetter. Das kann sich schon unterscheiden. Wir fliegen ja mit der natürlichsten Energie, die es gibt, nämlich mit der Sonnenenergie A1. Und zum Zweiten bildet sich dann eben durch diese Sonnenenergie Thermik. Und diese Thermik ist abhängig von der Luftmasse. Und die Luftmassen haben sich also hier täglich geändert. Wir hatten mal Tage mit sehr labiler Luftmasse. Das haben die Bevölkerung mitbekommen, dass es das eine oder andere Gewitter gegeben hat. Dann waren also Tage dabei mit normaler Bewölkung. Und heute haben wir zum Beispiel die Situation, dass wir also einen strahlenblauen Himmel haben, keinen Wind. Und also eine ganz mäßige Thermikentwicklung aufgrund der Luftmassensituation. Und so musste man auch an diesem letzten Tag einen Kompromiss machen. Weil die Basishöhe, das ist die Höhe, die maximal erreicht wird in der Thermik, nicht besonders hoch ist und auch die Steigwerte, in denen die Segelflieger steigen, nicht sehr hoch sind, sodass wir also das Erzgebirge zum Beispiel, was normalerweise hier sehr gerne und bevorzugt beflogen wird und auch thermisch ein wirklich ein hervorragendes Gebiet ist, auch eines der schönsten, die es gibt in der Bundesrepublik. Das müssen wir also ein bisschen als Kompromiss nehmen. Also eventuell so ein bisschen im Vorland fliegen, damit die Flugzeuge genügend Höhe über Grund haben. Und in das Bergland rein werden die Teilnehmer es wohl nicht schaffen, weil einfach das Bergland zu hoch ist und die Basis zu niedrig. Die individuelle Vorbereitung und Planung der einzelnen Flugtage forderten den Profi durchaus. Ja, also für mich war das also eigentlich alles richtig stressig, weil eben durch diese individuellen Tage man sich jeden Tag auf den Tag einstellen musste. Und also es im Prinzip ist hier jetzt wirklich mal jeden Tag meine doch lange Erfahrung gefordert gewesen, um nicht irgendwelche Aufgaben zu stellen, die sich im Nachhinein als nicht machbar oder schlecht fliegbar oder so dargestellt haben. Ne? Aber ich denke, das ist mir gelungen. Was die Qualifikationsmeisterschaften angeht, hier freut sich Werner Meuser besonders über die Erfolge der Jugend. Ja, also was ganz erfreulich ist, wir haben hier in der Clubklasse so 2 Junge, die also ihren ersten Wettbewerb hier fliegen, also Nachwuchsleute. Und der eine hat also jetzt mittlerweile 2 Tagessiege geflogen. Und das ist also doch sehr erfrischend und fröhlich zu sehen, dass da also auch die Jugend sich wieder ein bisschen etabliert. Und ansonsten, sage ich mal, sind so die üblich Verdächtigen da, wo sie hingehören. Eine Großveranstaltung ging erfolgreich zu Ende und die nächste steht schon vor der Tür. Am 25. und 26. August findet das 19. Flugplatzfest statt. Es ist dem 900-jährigen Jubiläum der Stadt gewidmet. Die Besucher erwartet ein eindrucksvolles Programm. Werbung. Legendäre Autos, bekannte Marken und wegweisende Innovationen. Erleben Sie Zwickauer Automobile und weitere Old- und Youngtimer, wenn sich am 26. August von 10 bis 18 Uhr die Zwickauer Altstadt in einen automobilen Boulevard verwandelt. Weitere Informationen unter www.900jahre-zwickau.de.
Der Zwickauer Automobiltag am 26. August wird unterstützt von der FES GmbH Fahrzeugentwicklung Sachsen. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Die Party 900 Jahre Zwickau geht weiter. Mit dem Stadtfest vom 16. bis 19. August. Auf der Hauptmarktbühne mit Nico Santos, Lukas Rieger und dem Hauptakt Vincent Weiss. Ey, da müsste Musik sein, wo auch immer du bist. Auch die Freunde deutschsprachiger Musik kommen nicht zu kurz. Bei Bernhard Brink, Regina Toss oder Julia Neigel. Der Sommer in der 900-jährigen Stadt wird heiß. Beim Zwickauer Stadtfest vom 16. bis 19. August. Vayamos, compañeros, hay una nueva música en la ciudad. Salta, salta, tenemos los momentos. Seit 2001 bin ich im Sportpark. Ich will hier keine Höchstleistungen vollbringen, aber ich möchte, dass ich fit bin, meine Arbeit machen kann, auch meine Enkel versorgen kann. Meine Wirtschaft, dass ich also niemanden brauche. Die Mitarbeiter und auch die Mitstreiter sozusagen, die sind alle nett. Wir haben also ein gutes Verhältnis. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. 20. Sächsischer Verkehrssicherheitstag am 19. August auf dem Sachsenring. 50 Aussteller laden ein, Fahrassistenzsysteme selbst zu erfahren, zu Fahrten mit LKW und Bus ohne Führerschein, zu Probefahrten mit Elektrofahrzeugen, zu PKW- und Motorrad-Schnupperkursen oder zu Rundfahrten auf der Grand Prix-Strecke. Auf die Kinder warten viele andere Mitmachangebote, außerdem Stunts und Action auf der Start- und Zielgeraden. Das hier ist Martin Citroën C3. Er hätte so aussehen können, so oder wie der hier. Und Martin könnte so aussehen oder so. Aber eigentlich sieht Martin lieber so aus. Der Citroën C3 schon ab 89 Euro im Monat. Citroën. Das ist Lea, stilvoll und elegant und dabei immer unverwechselbar, genau wie ihr Citroën C3L. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle. Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Shoe Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen.
Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Gegen den 19-jährigen Anführer einer arabischen Jugendgang hat die Staatsanwaltschaft Zwickau Anklage erhoben. Er soll mit seinen Komplizen in der Vergangenheit mehrfach Straftaten verübt haben, unter anderem am Neumarkt. Die Anklage lautet auf schweren Raub und gefährliche Körperverletzung. Eine der jüngsten Taten verübte der Jugendliche Anfang Juni an den Arkaden. Dort hatte er einen Teilnehmer eines Junggesellenabschieds schwere Kopfverletzungen zugefügt. Die Hauptverhandlung findet im September statt. Die Oberreichenbacher Straße in Reichenbach ist seit heute wieder halbseitig befahrbar. Seit Anfang Juli war sie wegen Arbeiten am Oberreichenbacher Bach voll gesperrt. Nun ist sie in Richtung Freibad als Einbahnstraße ausgewiesen. An dem Bach wird der Hochwasserschutz verbessert. Dazu zählt auch die Erneuerung der Brücke Mosraberg. Der Kindergarten Rainbow in Wildenfels kann sich über eine ganz besondere Spende freuen, einen Zaun. Nachdem die Einrichtung eine Innenrenovierung hinter sich hatte und für den separaten Bereich der Krippenkinder kein Geld mehr da war, sprangen ein paar Freunde in die Bresche, die sich bei Facebook die Simson-Brüder nennen. Sie sammelten Spendengelder und kauften davon Holz. Mittlerweile ist der Zaunbau weit vorangeschritten, so dass er morgen beendet sein soll. Die feierliche Übergabe des neuen Zaunes ist für Samstag in einer Woche geplant. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. In der Zwickauer Katharinenkirche erklingen am Sonntag Werke der Komponistenfamilie Bach für Blockflöte und Orgel. Zu Gast sind Sabine und Kirchenmusikdirektor Siegfried Petri aus Chemnitz. Die gebürtigen Österreicher zog es nach Studien in Wien und ersten beruflichen Stationen nach Sachsen. Das Konzert beginnt am Sonntag um 17 Uhr. Wer zur nächsten Ü30-Party in der Neuen Welt in Zwickau geht, könnte sich über eine Gratisflasche Champagner freuen. Allerdings kommt nur der 900. Besucher in diesen Genuss, passend zum Zwickauer Stadtjubiläum. Die Party steigt am 8. September, 21 Uhr. Karten sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Werbung. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWO-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWO-Bau. Bei uns wohnt die Zukunft. 1118 erstmals erwähnt, feiert Zwickau 2018 eine besondere Geburtstagsparty. Eine Stadt wird 900. Die Automobil- und Robert-Schumann-Stadt lädt ein ganzes Jahr mit verschiedensten Veranstaltungen zum Erleben, Kennenlernen und Feiern ein. Das Stadtjubiläum wird unterstützt von den Hauptsponsoren Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, Mauritius Privatbrauerei, Radio Zwickau, Sparkasse Zwickau, Volkswagen Sachsen, Beck und Poller und der ZEV. Wenn wir Ihnen eine Wohnung vermieten, dann wissen wir, Sie vertrauen uns den für Sie wichtigsten Platz der Welt an. Mehr als 16.000 Menschen bieten wir eine Wohnung ohne Barrieren, damit Sie unabhängig bleiben und selbstbestimmt zu Hause leben können. Wer gibt Städten Gesicht und Seele? Wir sind das.
Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüner Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebraucht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. 150 Jahre mineralogisch-geologische Sammlungen in Zwickau. Ab dem 7. Juli in einer beeindruckenden Sonderausstellung in den Kunstsammlungen. Steinreich zeichnet anschaulich die Sammlungsgeschichte nach und zeigt Minerale, seltene Gesteine und regionale Fossilien. Was einst als Sammlung des Bergbaubeamten Ernst Julius Richter begann, ist heute eine umfangreiche Schau seltenster Exponate. In den vergangenen beiden Auswärtsspielen konnte der FSV Zwickau jeweils beim Favoriten punkten. Nun sind die Westsachsen gegen Fortuna Köln selbst in der Favoritenrolle. So ist's halt im Fußball und nicht nur dort. Die Favoritenrolle kann auch zur Last werden, siehe Jena gegen Halle am vergangenen Spieltag. Deshalb formulierte Trainer Joe Ennox sehr realistisch: Fortuna Köln hat in dieser Meisterschaftsstartphase schwere Spiele gehabt und sie liegen nur 2 Punkte hinter uns. In den Reihen der Domstädter stehen ganz erfahrene Leute, die auch schon in der ersten Liga gespielt haben. Köln wird in Liga 3 seinen Weg gehen. Die rechte und die linke Außenbahn, das ist das Glanzstück der Fortunen. Wir müssen dort besonders wach sein und ein gutes Umkehrspiel bieten, um schlussendlich zu gewinnen. Auf die Frage, wie er diejenigen bei Laune hält, die eben auf der Bank sitzen müssen, sinnierte der FSV-Coach: Wir brauchen auf Saisonsicht, und das ist noch eine lange Zeit, jeden Spieler. Mittelfeldspieler Julius Reinhardt hat sich beim FSV von Anfang an richtig wohlgefühlt. Er meint, die Mentalität im FSV-Team ist einzigartig. Es macht mir sehr, sehr viel Spaß, ein Teil dieses FSV Zwickau zu sein. Unsere große Stärke ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Wichtig ist dem 30-Jährigen aber auch das Team drumherum. Dort wird Fußball gelebt und wir setzen es im Spiel um, meinte er zusammenfassend. Julius Reinhardt, zur Mannschaftspräsentation vor ein paar Wochen haben Sie mir mal gesagt, was Sie vom Verein erwarten und was der Verein von Ihnen erwarten kann. Sind da beide auf einem guten Weg? Ja, das hoffe ich doch. Also wir sind zumindest erstmal gut in die Saison reingekommen und wollen das möglichst versuchen, jede Woche abzurufen, um dann weiter erfolgreich Fußball zu spielen. Und wir freuen uns jetzt
mit dem nächsten Heimspiel vor unseren Zuschauern hoffentlich wieder 3 Punkte hier in Zwickau behalten zu können. Nun waren das ja nicht ganz einfache Tage in der jüngsten Vergangenheit, wenn ich mir vorstelle, nach dem psychologisch so wichtigen Auftakt gegen Halle, dann in Karlsruhe und in Braunschweig. Kamen Sie denn überhaupt dazu, durchzuatmen und den Akku wieder aufzuladen? Ja, da sind wir nicht dazu gekommen, aber wir sind nach Karlsruhe gefahren, wollten unbedingt was mitnehmen. Und genauso war das auch in Braunschweig. Und dann haben wir zumindest 2 Punkte mitgebracht bei doch sehr ambitionierten Mannschaften. Und jetzt freuen wir uns deswegen, dass wir uns hier die 3 Tage ein bisschen regenerieren können, um dann am Samstag nochmal alles rauszuhauen. Und sind da sehr fokussiert und möchten gegen Fortuna Köln ein gutes Spiel zeigen. Julius, von den Spielanteilen her, wo hätten Sie sich eher einen Sieg gewünscht? Ich denke, Siege wünscht man sich überall. Aber wahrscheinlich wäre in Karlsruhe ein bisschen realistischer möglich gewesen jetzt als in Braunschweig. Aber so ist das manchmal. Wir haben in beiden Spielen eigentlich gut gestanden, gut verteidigt und möglichst wenig zugelassen. Und am Ende ist es 2x1:1 geworden, mit dem wir jetzt aber auch gut leben können und möchten das aber jetzt hier zu Hause noch mal ein bisschen besser machen, um dann möglichst 3 Punkte zu holen. Wie haben Sie die Situation, die zum Strafstoß geführt hat, haben Sie es überhaupt gesehen in Braunschweig? Ja, das habe ich natürlich gesehen. Also meiner Meinung nach war es auch weit weg stehen gekonnt. Ist richtig. Meiner Meinung nach war es im Spiel schon so, dass ich gesagt hätte, das war auf gar keinen Fall ein Elfmeter. Ich habe es mir natürlich noch mal angeschaut und bleibe da auch ganz klar bei der Meinung. Wir hatten natürlich davor ein bisschen Glück bei den ein oder anderen Torchancen, aber der Elfmeter war schon unberechtigt, würde ich meinen. So, jetzt blicken wir voraus. Fortuna Köln, das ist auch so ein Gegner, da weiß man nicht so richtig, geht es aufwärts, geht es ein Stück weit abwärts, wird das eine Konstante? Auf alle Fälle wird es ein schweres Spiel. Ich denke, es gibt jetzt kein Spiel, wo wir davor hier stehen werden und sagen, heute wird es aber gemütlich. Von daher wissen wir, dass auch eine gute Mannschaft auf uns zukommt, aber es bringt, denke ich, nur was, wenn wir auf uns selber schauen und möglichst die beste Leistung raushauen, um dann erfolgreich zu sein. Also von daher ist kein Spiel in dieser Liga einfach. Dann schließe ich mich Ihren Wünschen an, wünsche Ihnen natürlich alles Gute und dass wir dann am Samstag gemeinsam einen weiteren Dreier des FSV feiern können. Danke fürs Gespräch. Genau. Vielen Dank. Joel Nox, während der Übertragung Ihres Spiels in Braunschweig hat der Moderator gesagt, der FSV Zwickau ist die unbequemste Mannschaft der dritten Liga. Schmeichelt Ihnen das? Ja, definitiv. Schön, wenn das halt so ist. Ich habe nur gehört, dass ich wenige Haare habe. Das hat er auch gesagt. Aber das ist gut, dass er halt sowas über die Mannschaft sagt. Schön. Zum Beispiel die beiden Auswärtsspiele. Das war ja nicht vorhersehbar, dass die so eminent gut laufen. Wenn Sie sich heute mal ein Stück weit hinsetzen, lassen das an Ihrem geistigen Auge vorbeiziehen, das muss doch ein Wahnsinnsgefühl sein. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin halt rundum zufrieden mit dem Start. Wobei man auch sagen muss, 2 Punkte mehr hätte uns auch sehr gut gestanden. Also später Ausgleich in Karlsruhe war halt schon extrem bitter. Auch den Ausgleich in Braunschweig, wo es halt unberechtigte Elfmeter gegeben hatte, auch etwas bitter. Nichtsdestotrotz, also mit Punktausbeute und mit der Art und Weise, wie wir gespielt haben, super. Dann geht es jetzt ganz kurz, um den Bogen zu schlagen, gegen Fortuna Köln. Das ist auch so eine Mannschaft, da weiß man im Moment nicht, ist der Trend nach oben, ist es konstant oder geht es wieder nach unten? Sie haben aber gesagt, das ist eine Mannschaft, die ist gespickt mit erfahrenen Leuten. Definitiv. Also ein Großteil der Mannschaft ist zusammengeblieben. Die haben halt natürlich 2 Abgänge gehabt, 2 wichtige Abgänge, Kate Orell und Boss, die beide in der 2. Liga gewechselt sind. Aber die haben halt dafür einen Hartmann, noch einen Torwart dazu bekommen, der halt richtig gut ist. Also von daher, es ist eine gefährliche Mannschaft. Da dürfen wir nicht sagen, ach ja, Fortuna Köln kommt. Die haben ihre Erfahrung in der 3. Liga, die haben einen sehr guten Trainer. Und ich glaube, dass wir halt ein Spiel sehen werden, was halt auf Messerschneide geht. Und ich glaube, dass es halt ein sehr hartes Spiel für uns sein wird. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Am Samstag erwarten uns angenehm sommerliche Temperaturen. Bei Höchstwerten bis zu 26 Grad bleibt der Himmel überwiegend sonnig. Und die Aussichten, am Sonntag steigt das Thermometer wieder auf 30 Grad. Im Verlauf des Tages bleibt es wolkenlos und trocken. Die neue Woche beginnt hingegen wieder heiß. Bei Höchstwerten bis 32 Grad bleibt es weitgehend trocken. Wenn wir bei uns im Sender in der Alten Münze in Zwickau die Fenster öffnen und mal die Nase rausstrecken auf den Hauptmarkt, das ist schon richtig lecker. Wir haben uns Gedanken gemacht, wer kocht da wohl?
Der ganze Hauptmarkt kocht. Das Streetfood Festival ist zurück und zwar mit der Sommer Edition. Das wird also ein richtig leckeres Wochenende. Hoffen wir, dass das Wetter mitspielt. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein richtig tolles Wochenende, egal was Sie sich vorgenommen haben. Und am Montag sehen wir uns dann wieder. Ihnen jetzt ein schönes Wochenende.